Name ist Britt Wrede, ich komme von der Firma Leader in Mind GmbH und wir machen Management-Trainings zur Leistungsoptimierung und Coaching-Programme. Wieso sind Sie nach Münster gekommen? Gute Frage. Meine Kollegin hat mir das ungefähr vor einem Jahr vorgelegt, weil sie selber keine Zeit hat. Und dann habe ich gedacht, klingt ja ganz interessant. Und zu diesem Thema Burnout und Coaching, das kommt im Geschäftsleben sehr häufig vor, habe ich halt eine spezielle Haltung. Dann habe ich mit Frau Niemeyer telefoniert und die erschien mir so engagiert, dass ich dachte, mit der zusammen mache ich es gern. Und deswegen bin ich gekommen. Und haben Sie drei Stichworte für das Symposium? Drei Stichworte. Nein? Danke. Was wollen Sie denn den Studenten mitgeben? Idealerweise gehen die raus aus dem Vortrag mit einem guten Verständnis von, was ist Coaching, was kann Coaching leisten, mit einem Grundverständnis, was ist Burnout, worauf muss ich achten, wo sind eventuell Ansprechpartner, wenn diese Thematik für mich interessant wird und was kann Coaching im Zusammenhang mit Burnout eigentlich ausrichten. Sagen Sie mir noch was zum Stichwort intrinsische Motivation. Genau, intrinsische Motivation ist eigentlich das, was beide Themen miteinander verbindet. Menschen, die in diesen Burnout-Zustand kommen, haben hohe intrinsische Motivation. Das heißt, sie sind von irgendetwas getrieben zu Höchstleistung und treiben sich aus diesem Motiv auch immer wieder an. Und im Coaching spielt das intrinsische Motiv insofern eine Rolle, dass Leistungsziele am leichtesten bewältigt werden, wenn ein hohes eigenes intrinsisches Motiv halt im Hintergrund ist. Genau.